Da kommt doch bestimmt... Ah, ich hab's genau gewusst. Ich hab's genau gewusst, dass da noch so ein Hühne kommt. Lass mal hier mal ein bisschen näher rankommen. Wir haben hier ja, ist ja wie Weihnachten, was da vorne alles liegt. Der kommt gar nicht näher ran. Ach so. Und die Dinger verschwinden ja auch nach einer Weile. So, das wollte ich nur erreichen. Jetzt, ciao! So. Da kann ich doch bestimmt jetzt mit einem Bombenschuss rein, oder? 9 Schuss. Ah, jetzt kommt er näher. Dann wollen wir ihn mal nicht enttäuschen. Schöne Plakat. Na, was ist denn los, Dicker? Da reißt dir doch mal einen Schlauch aus der Birne. Puff. So. Oh, na toll, jetzt habe ich das Ding wieder. Immer wenn der letzte Gegner tot ist, also der Dicke. Oh! Oioioioioioioi. Immer wenn der letzte Gegner tot ist, also der Dicke. Okay, das kriege ich damit nicht. Feinarbeit ist damit eher Glückssache. Jetzt mach doch. Ja. Bringen die sich gegenseitig um? Kann ich den Wagen nicht in Luft sprengen? Nee. Das ging vorhin irgendwie, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wo der Tank ist. So, jetzt ist Feinarbeit gefragt. Oh. Ich wünschte, wir hätten aber... Reicht das? Irgendwo dahinter muss noch einer sein. Der brennt, glaube ich, schon. Mist. Na komm schon. Jetzt aber. So, dürfen wir dann jetzt endlich mal aufsammeln. Was ist das hier Schönes? Rüstungsteile. Ich glaube, war das auch ein Hund? Nee, keine Ahnung. Die Hunde explodieren, ja. So, Rüstung nehme ich gerne mit. Denn das ist der geilste Shit. Da vorne haben wir auch noch ein bisschen, ich weiß gar nicht, ich bestimmt vom Auto oder irgendwie vom Flugzeug, keine Ahnung. Da können wir noch 25 mitnehmen, die brauchen wir zwar nicht mehr. So, ich hätte keinen Bombenmuni. Kurze Pause, wir müssen da nach links, okay, alles gut. Also irgendwie da lang. Hä? Ah, das ist eine Leiter. Da ist eine, theoretisch. So, Paderborner Brücke. Wunderschön, wunderschön. Ein Meisterwerk. Der Architektur auch da. Guck mal, diese schöne... Ah, da würde ich gerne langlatschen und so ein bisschen gucken. Ach ja. Tja, mach's gut. Schloss Wolfenstein, es war schön, solange es währte.
Ach, das ist das Ding da oben. Ach, das sind die Dinger. Die sammeln wir auf. Diese komischen Flugmaschinen, Flugroboter. Hier ist natürlich abgeschlossen. Alles abgeschlossen. Nazis schließen alles ab. Das Zeug von ihrem grenzenlosen Vertrauen gegenüber ihrem eigenen Volk. Indem sie alles verschließen. Oh Mist, ich muss husten. Sekunde. So, jetzt wieder beruhigen. Ach, was ist? Bevor wir es liegen lassen. So, mal gucken. Kommen wir denn jetzt nach nein. Wo? Ich meine, wie? Wo? Wohin? Wo? Wieso? Da müssen wir irgendwie rein, aber... Gibt es hier ein Knöpfchen? Ach, nein, natürlich nicht. Nazis schließen alles ab, aber es gibt hier offenbar immer noch, naja... Müssen wir drüber stehen, nur für Deutsche. Ja, toll! Ja, wir können ja diese Bergstrecke entlang sogar. Das ist ja schön. Achtung! Einwohner von Paderborn! Ab sofort gilt eine Ausgangssperre. Ein extrem gefährlicher Gefangener ist auf freiem Fuß. Daher ist der Platz in Straßen sehr gefährlich. Öffnen Sie niemandem die Tür und halten Sie sich von den Fenstern fern. Bitte melden Sie jegliche verdächtigen Aktivitäten unverzüglich den Behörden. Hilfe, Hilfe! Hilfe, hallo, aufrechter deutscher Mann, ich brauche Hilfe. Ich komme aus Ausland. Ist natürlich, die Durchsage ist schön, das garantiert natürlich, dass keine Einwohner auf der Straße sind. Und dass wir durch so ein geiles, pittoreskes Dorf können. Ich hätte nicht gedacht, dass wir durch das Dorf laufen können. Das ist ja geil. Leider, ich... Ah doch, hier. Bitteschön. Für Suppe. Nimm dich vor den Wölfen in Acht, guter Herr. Guter Herr. Ich verstehe nicht. Hä? Hörst du nicht das Schnappen ihrer Kiefer? Die Wölfe werden uns alle fressen, wenn wir nichts tun. Wir müssen uns vorbereiten. Wir müssen so viele von ihnen wie möglich töten. Das wahre Ende von John Lennon. Die Wölfe. Ich frage mich, was damit gemeint ist. Entweder Hunde? Mister, was? Mister de Welters Werkstatt. Jedes Auto hat seine Eigenheiten. Ich kenne sie alle. Das Detail, jedes Detail zählt. Was ich nicht habe, kann ich bekommen. Hausschlachtung ist am besten. Gekühlt mit Volt-Eismaschinen. Paderborner Halle. 5.46. Was auch immer. Nur diese Woche auf der Bühne der König der Tanzmusik. Auf der Bühne Axzell Torfstein. Was für ein deutscher Name, Axzell. Vielleicht kennst du ja Axel Stein. Das ist der Urgroßvater, Axel Torfstein. Und sein Tenororchester, zwei blaue Ferkel. Ist das süß. Ich mag das ja. Willkommen, feinste Mauersteine und Werkzeuge von Maurermeister Jörg. Also Jörg. Jörg heißt ein Idiot. Feinste Mauersteine und Werkzeuge. Mauermeister. Und hier noch eine Mappe. Da müssen wir rein, aber natürlich gucken wir uns vorher noch ein bisschen um. Abschleppzone. Parken verboten. Parken nur für Anwohner. PG-Werkstatt. Montag bis Sonntag. Hier ist also Parken verboten. Das ist, ja gerade hier. Fährt auch jeder mit dem Auto hier noch rein und parkt dann hier. Klar. Großes Wurstfest. Genießen Sie die besten Würste des Landes. Oh, lecker. So. Warum schwach und gebrochen sein? Gesundheitsdragies. Dragierte TF-Tabletten von Fricks. Natürlich, er sieht auch sehr vertrauenswürdig aus. Ich traue nur Ärzten mit Fliege. Da ist das Gasthaus. Da muss ich hin. Das habe ich schon festgestellt, lieber BJ. Ich wollte nur mal kurz gucken. Ihr Mund ist bei uns in guten Händen. Schmerzlos. Neue Brückensysteme mit schwedischem Stahl. Für das dauerhafte Lächeln. Alter, Alter. Alter. Zahnarzt. Dr. Christian Liebert. Dr. Christian Liebert, Zahnarzt. Hyuga Zahnarztpraxis.
Schön, finde ich gut, wusste ich gar nicht. Aber großen Respekt. So, ich muss mich, ganz ehrlich, wir müssen uns doch nochmal... Schade, ich dachte, ich kann jetzt runterhüppen, aber das ist natürlich nicht gewollt. Ich wette, wir kommen da nachher noch lang und hier sieht's aus wie eine Schießerei, wie ein Platz für eine Schießerei. Wir kommen da noch lang, da bin ich ziemlich sicher. So, jetzt wollen wir mal ab in die Gaststätte. Die Lilien singen im Mondschein. Ich bringe sie zu Herrn Kessler. Danke. Wie heißt du? Annette. Und Sie? William J. Blazkowicz, US-Militär. Nennt man Sie so? Ja, ich heiße US-Militär. Mein Vater hat mich immer Billy Boy genannt. Billy Boy. Billy Boy. Seltsamer Name für einen erwachsenen Mann. Ach, manche nennen mich einfach BJ. Schon besser. Sie sehen aus wie ein BJ. Danke fürs Kompliment. Sie sehen aus wie ein BJ, danke fürs Kompliment. Weiß ich nicht, ist vielleicht bin ich durchs Internet zu verdorben, ich weiß es nicht. Aber wenn jemand sagt, Sie sehen aus wie ein BJ, dann würde ich sagen, du siehst ganz schön abgelutscht aus. Das ist... Herr Kessler ist drin, Herr BJ. Ja, danke schön, Herr BJ, kommt sofort, da klaut ihr nur schnell das Gold. Die Rüstung lasse ich diesmal. Ah, können wir hier wieder schlafen? Ist es denn derselbe Level? Das wäre natürlich langweilig. Da würde ich gerne aufwachen. Es ist ein anderer Level. Mein Leben! So, ach so, brauchen wir noch gar nicht. Okay, wir haben jetzt die Wahl, wo wir durchgehen. Wir haben... Boah, ich werde mich hier niemals zurechtfinden. So, ist zum Glück nur ein kleiner Raum. Die gehen aber auch nicht Patrouille hier, ne? Die... Wir haben nicht mehr so viel Schuss. Vielleicht sollte ich auch mal das Sturmgewehr nehmen dafür. Wäre vielleicht sinnvoller gewesen. Aber hey, was kostet die Welt? So. Das Ding können wir liegen lassen. Eigentlich sollten wir es mitnehmen, damit wir immer genau wissen, wo wir waren. Ach du Heilige, 30 Milliarden Türen. So, das nehmen wir natürlich gerne mit. Noch eine Tür. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gibt's denn hier eine Map? Ah, es gibt eine Map-Funktion. Wusste ich gar nicht. Gab's früher ja nicht. So, hier ist nichts. Okay, hier schlafen die Gebrüder wahrscheinlich. Brauchen wir zwar überhaupt nicht, aber egal. Bringt auch nur 5. Alter, das ist ein dickes Steak und ein paar Würstchen und lecker, lecker. Und bringt nur 5. Das ist ja lausig. Und hier ist ein schönes Bett. Sehr gemütlich übrigens. Erreicht. Ich will mal alles aufsammeln. Mir wäre unendlich Munition dann natürlich lieber, aber naja, kannst nichts machen. Also halt unendlich Munition aufnehmen. Kommt hier noch irgendwas? Wer baut denn eigentlich so ein beschissenes... Hier ist nichts mehr, ne? Nee. Wer baut denn so ein beschissenes Areal eigentlich? Ganz ehrlich, hier so eine komische Sackgasse und lalala. Wir kamen von da, wenn mich nicht alles täuscht. Thank you.
So, nochmal kurz gucken. Lalalalalala. Die brauchen wir ja eh nicht. Wir bräuchten Rüstung so ein bisschen. Aber ich suche jetzt natürlich erstmal wieder. Ich glaube, einen Schlüssel brauchen wir wieder. Bin mir gar nicht so sicher. Scheiß Blumenpott. Ich wollte gerade strafen, natürlich, ging nicht. Scheiß Blumenpötte. Ich glaube, der hat sich gerade erledigt. Nee, doch nicht. Das gibt's doch nicht. So. Hier kommen wir nicht durch. Da brauchen wir natürlich erst einen Schlüssel. Es war so klar. Lalalala. Und jetzt erstmal wieder zurückfinden. Geht's denn hier weiter eigentlich hier hinter? Nein. Ist voll komisch hier drin zu springen übrigens. So, wir müssen dann später durch den Raum mit den vielen. Da steht noch ein Teller, den brauchen wir nicht. Mit den vielen Fässern. Ich hoffe, da können wir uns noch dran erinnern dann. So, alles mitnehmen. Lalalala. Das war der Raum. Kommen wir jetzt hier wieder dahin zurück in den. Jo, und das ist die Tür. Natürlich. Okay. Wir können ja gleich noch auf der Karte gucken, wo wir noch hin müssen oder können. Hallo. Schade, dass man deren Helme nicht mitnehmen kann. Das wäre schön. So, hier waren wir definitiv noch nicht drin. War das gerade sein Schuss? Irgendwer hat doch gerade geschossen. Okay, das können wir nicht mehr. Hier ist toter Hund, das kommt mir sehr bekannt vor. Und hier waren wir offenbar noch nicht. Was ist das für ein atmosphärischer Sound gerade hier? Voll das schöne Waldesrauschen. Die haben wirklich an alles gedacht, auch die Gefangenen. Teilweise auch da und teilweise da. Natürlich, heutzutage denkst du dir, welches Skelett oder wer verendet denn so in der Zelle? Da wäre zusammengesagt, wenn er gestorben wäre, aber es sieht natürlich dramatischer aus. Cool, haben sie auch reingebaut. Jetzt im Crouchen sieht es natürlich noch viel cooler aus. So, die Waschbecken. Geht's hier vielleicht rein? Nein, natürlich nicht. Ist ja eine Zelle. Dann gucken wir mal beim Holzgebiet. Ich vermute mal, da gibt es wahrscheinlich den Schlüssel. Da unten ist nur diese eine Zelle. Nichts. Verdammt. Okay, da brauchen wir auch nichts. So, die nehmen wir auch mal mit. Alle Dude. Okay, von da kommen wir. Da müssen wir hier hin, ne? Jetzt gucke ich natürlich extra mal öfter auf die Karte. Weil ich vorher gar nicht wusste, dass es hier eine gibt überhaupt. So, lalalalalala. Oh, Entschuldigung, habe ich nicht nachgeladen.
Kommt nie wieder vor. Hier können wir nicht, da können wir nicht durch. Mann, wieso gibt's denn hier keinen, ich fange schon wieder an wie im Wolfenstein damals, Wand ablaufen und E drücken. Gibt's denn hier vielleicht beim Erdfrettchen oder was immer das da sein soll? Auch nichts. Also hier muss doch aber, das ist doch, das schreit doch nach Geheim, komm, ich esse jetzt meine Wurst, das schreit doch nach Geheimtür, das nehme ich nochmal mit. Wenn man lang genug sucht. Ach, na sieh mal eine an. Das sieht doch gut aus. Das nehme ich gerne alles mit. Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt irgendwas bringt, dieses alte Silber hier mitzunehmen. Ich weiß es einfach nicht. War ich gerade kurz ein bisschen unvorsichtig. Und man macht es doch wieder genauso. Es ist unglaublich. Der Schlüssel. Nichts passiert. Normalerweise in neuen Spielen, wenn du da irgendwo so einen Schlüssel oder eine Keycard oder sonst irgendwas findest oder irgendeinen Schalter betätigst, dann kommen sofort Schwadronen von Gegnern. Aber in den alten Spielen war das nicht so. Da hast du dir den Weg ehrlich verdient. Hast ja auch den Schlüssel ehrlich verdient. So, Schlüssel haben wir. Okay, da müssen wir jetzt lalalala, aber dann nach rechts geht's doch noch, oder? Wenn wir jetzt hier nach links, nur so testweise, hier waren wir ja eh schon drin. Ist da noch irgendwas? Nee. Ich hätte ja schwören können. Okay, ich war da nur nicht an der Wand dran. Okay. Gut, gut. Wohin müssen wir jetzt? Jetzt müssen wir nach links raus. Dann haben wir hier noch eine Tür, in der wir nicht waren. Wahrscheinlich mit Hund. Jawohl, mit Hund, sonst nichts. Hier haben wir die Tür, aus der wir kommen. Dann müssen wir nach lalalala, nach da weiter. Okay, da nicht, sondern einfach geradeaus. Da oben ist noch ein Räumchen, da haben wir noch nicht alles abgesucht generell. Hier ist noch ein Raum, den haben wir noch gar nicht gecheckt. Okay, den natürlich noch mit. Es müsste der da vorne sein. Ich bin mir nicht sicher. Ich guck gleich nochmal vorsichtshalber. Jo, der ist es. So, bisschen Muni. Naja. Naja, naja. Nicht wirklich viel, aber immer ein bisschen Muni. Hätte gedacht, das, okay. Sekunde, welche Tür ist jetzt die richtige? Geradeaus. So, dann sind wir ja auch gleich durch. Und jetzt müssen wir oben rum, unten waren wir auch schon oben rum. Hinten an der Wand waren wir noch nicht dran. Ist hier eine Geheimtür? Mann, ich will immer Geheimtüren haben. Gibt's ein schönes Essen. Für genau 5 Gesundheit. Es ist so lächerlich. Normalerweise, der Hundefraß gibt normalerweise 5 Gesundheit, aber selbst die köstlichen Würstchen und die Steaks und alles, was da drauf liegt, gibt einfach mal ja nichts. So, geradeaus und geradeaus nehme ich mal an. So, da müssen wir lang. Offenbar ein bisschen besser bewacht als der letzte Fahrstuhl. Da bin ich mich zusammengezuckt, weil ich dachte... wow, da bin ich einfach reingelaufen.
bringt das denn mit dem Silber? Kriegt man davon? Also ich meine, ne? Hat man denn irgendwas davon? Ich meine, wir sammeln das natürlich ein, aber... Mit welchem Zweck, das weiß ich nicht. Diese Musik, die aus zwei Takten besteht. So, weiter geht's und der Albtraum ist beendet. Damit haben wir auch diesen Level geschafft. Einfach mal zwischendurch.